Ja, liebe YouTube-Freunde, für den Bauerhaus kommt der Regen zu früh. Ich bin noch am Säen, es ist ein leichter Regen. Ich weiß nicht, wie lange. Ich hätte da noch circa 1 Hektar. Und hier oben ist schon alles gesät. Wollen wir mal schauen, vielleicht schaffe ich es. Und vielleicht plötzlich geht es nicht mehr. Fertig gesät. War ein bisschen schwierige Entscheidung, soll ich jetzt aufhören oder weiterfahren. Und zuletzt habe ich die ganzen 3 Hektar gesät. Das Saatgut hat es zugedeckt. Ich hoffe, es kommt gleich wohl gut, die Saat. Ja, manchmal weiß man nicht recht, soll ich aufhören oder weiterfahren. Aufhören ist auch immer blöd. Da muss man da wieder neu starten, irgendwann nach einer Woche oder so. Und jetzt kann nichts vergessen. Mein Winterweizen, meine 3 Hektar Winterweizen sind gesät. Nur 3 Hektar halt. Für alle deutschen YouTube-Freunde. Nicht 30, ja. Habe hier das erste Mal dreimal quer gesät. Mit dem Inneren ist eine Fahrgasse, damit ich da mit dem Düngerstreuer einmal ringsherum fahren kann. Und auch zum Spritzen besser ist. Winterweizen schon mal habe ich das erste Mal gesät. Das Spezielle daran ist, den kann man auch noch im Frühling säen. Also der geht im Herbst und im Frühling. Ich habe das noch gar nie bemerkt, dass es solche Sorten gibt, die man im Herbst oder Frühling säen kann. Ja, jetzt habe ich aber gerade den Rest, den ich nicht gebraucht habe, zurückgegeben, weil es sich heute ergeben hat, dass ich unten am Feld wäre Sommerweizen geplant gewesen. Und jetzt, ich bin da bei der IG Mittelland Malz und ich kann ca. 120 Ahren Malzgerste säen nächsten Frühling. Darum brauche ich den Chaumont, den Rest nicht mehr, und er ist gerade zurück in die Genossenschaft, die da hinten ist, gebracht worden.